Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, ja, Odin war shoppen, wird dann später kommen, aber erstmal wollen wir es auspacken. Ich habe mir noch was gegönnt. Muss halt gucken, so dass man es nicht gleich sofort sieht. Obwohl, ihr seht das ja bestimmt am Videotitel, weil ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Ich habe halt noch ein bisschen was bei eBay verkaufen können. Aber gestern kam gleich der Hammer da mit den Gebühren. Wo sie erst geschrieben haben, die haben keine Gebühren und dann. Also ich brauche keine Gebühren bezahlen und dann auf einmal waren doch Gebühren und ach. So. Jetzt könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ja, ist ein bisschen eingedellt und so von UPS. Die Ecken sind eingedellt, hier unten sind Risse drinne, aber nichtsdestotrotz. Der Monitor innen drin ist geschützt. Es ist der EW3280U in 32 Zoll. Und ich liebe den. Ich habe den ja schon gehabt von BenQ zum Testen. Und ich habe damals schon gesagt, den hatte ich ja nur für eine bestimmte Zeit zum Testen. Und musste den ja dann wieder leider Gottes zurückschicken. Und hab auch gesagt, mit einem Tränenauge schicke ich den wieder zurück. Weil ich habe mich in das Ding verliebt und der ist einfach geil und ich musste den einfach nochmal haben. Ich musste den einfach haben. 32 Zoll, ein IPS-Panel. Nee. Was für ein Panel? Doch, ein IPS war das doch. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. HDRI-Technologie, also das HDRI heißt halt vom BenQ nochmal eine Technik, um den HDR nochmal ein bisschen runder, noch ein bisschen schöner zu machen. Die wirklich super funktioniert. Ich habe an dem eine Switch rangehangen. Ich habe gedacht, Alter, mein Schwein pfeift. Ich habe die Switch an meinem normalen 4K HDR-Fernseher dran gehabt. Und dann habe ich sie hier dran gehabt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich weiß nicht, wie BenQ das gemacht hat. Jedenfalls sieht es cooler aus. Selbst bei einer Switch, die halt nicht mal 4K-Grafik hat, nicht mal HDR-Grafik hat. Es sieht einfach geil aus. Und ich liebe diesen BI-Modus. BI Plus nennt sich das. Bild. Noch irgendwas werde ich euch im späteren Video noch erzählen. Oder ich habe ja schon Videos zu dem Monitor gemacht. Aber ich mache nochmal. Der hat nämlich hier unten hat der Sensoren drin. Und mit diesen Sensoren misst der das Licht und kann halt erstmal das anpassen, dass wenn hier viel Licht ist, wird da dementsprechend heller, wenn wenig Licht ist, wird er dunkler, um Augen zu schonen. Zusätzlich hat er noch Blaulicht entfernen, hat er auch noch drin. Und ich habe ja, wie gesagt, ich habe den ja schon eine Weile benutzt und ich habe ja auch das Vorgängermodell EW3270U. Ich hoffe, oh, ich glaube ja. Doch, der war, glaube ich, nur die 80 durch eine 70 ausgetauscht, glaube ich ja. Und es ist ein himmelweiter Unterschied. Ich hatte vorher normale Monitore und ich meine nicht mal HDR, ich meine nicht 4K, davon komplett abgesehen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du so einen Monitor hast, auch den Vorgänger. Ich will nicht sagen, dass der Vorgänger schlecht ist, den habe ich immer noch zu stehen, der ist super. Der Vorgänger bleibt auch da. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du wirklich den ganzen Tag vorm PC sitzt und den ganzen Tag auf dem Monitor starrst. Und du hast halt dieses Blaulicht entfernen und dann vielleicht noch diese intelligente Maske an. Das habe ich tagsüber an. Zum Zocken mache ich es grundsätzlich aus. Die Augen, also ich kann es euch nur sagen, wie ich es empfunden habe. Die Augen sind erholter, die tun nicht mehr so schnell weh und drücken und man hält länger aus und auch diese trockene Fühl in den Augen ist nicht mehr so. Also ich kann es schwer beschreiben. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt müssen wir den hier erstmal weiter auspacken. So.
gucken wir uns die Verpackung noch ein bisschen an, weil wir haben ja hier die Specs noch stehen. Ah, ich muss die mal ein bisschen anheben, damit da hinten auf die Heizung hochkommt. Vielleicht ein bisschen zoomen, wa? Noch ein Stück, oder? Ja, ich denke mal, so könnt ihr alle da kennen. Ich gehe dann mit dem Stativ nach unten. Also weiter so kann ich auch nicht, dann können wir gleich machen. So, hier haben wir halt die Symbole, die wir haben. HDRI hatte ich euch ja schon erklärt. Das ist HDR plus halt das I halt eine, den gewissen Kick vom BenQ. Dann Lautsprecher, der hat hinten Lautsprecher drinnen. Mit einem, ich glaube, also so ja ein 2.1 System, wenn ich mich nicht recht irre, hat er verbaut mit einem eingebauten Subwoofer. Deswegen auch nochmal hier der Klang. Augen und mit der Uhr halt wegen dem augenschonenden Modus. Ach, das andere sieht man auch noch. Gut. Dann den Blaulichtfilter. Denke ich mal, dass das sein soll. Dann Schwarz-Weiß halt, damit er halt dimmen kann. Denke ich mal noch zusätzlich irgendwie, dass es besser aussieht. Oder irgendein Modus oder was weiß ich. Und hier haben wir das Logo vom BI. Das ist halt diese Thermometer mit diesem Viereck. Also diese, ja, also es ist halt, das soll einen Raum darstellen. Also ich kann euch leider nicht näher ranzoomen. Wartet mal, ich guck mal, dass ich es nur so näher ranhole. Das soll einen Raum darstellen. Also das Viereck, das was schwarz ist, das müsst ihr euch jetzt Raum vorstellen. Ihr seht ja die schwarzen Linien. Das soll einen dreidimensionalen Raum darstellen, also euren Raum. Dann hier ein Thermometer für, ja, also erstmal nehmen wir erstmal mal, gehen wir außen den Kegel lang. Wie hell ist es? Also, wenn es sehr hell ist, habe ich ja erklärt, Monitor wird dunkler, wird heller, wenn es sehr dunkel ist, Monitor wird dunkler, um die Augen zu schonen. Und der Thermometer ist, glaube ich, der macht auch gleich mit der Farbtemperatur auch irgendwas, damit es halt auch nochmal besser für die Augen ist. Und ein USB-C haben wir noch. So. Und ich habe den einige Wochen gehabt und ich bin so verliebt in das Teil. So, und hier seht ihr praktisch, hier oben ist so ein, achso, das seht ihr nicht. Warte, da muss ich euch wahrscheinlich so. Genau. Und hier seht ihr praktisch so ein Gitter, wo BenQ steht. Da sind die Boxen hinter. Und ich sage euch so, wie es ist. Das habe ich damals in dem Video gesagt und dazu stehe ich immer noch. Hätte ich, wo ich mein PC-System gekauft habe, hätte ich diesen Monitor geholt oder vorher mal getestet, ich hätte mir die 2.1-Anlage, die ich stehen habe, nicht geholt. Sag ich so, wie das ist, hätte ich mir nicht geholt, weil hätte ich nicht gebraucht, weil ich gucke sowieso meistens nur Videos, wenn ich halt laut mache, abends, wenn ich zocke, habe ich mein Headset auf, aber die gehen auch ziemlich laut. Die Lautsprecher, die da drin sind, hätte mir komplett ausgereicht. Zeigen, so wie es ist. So. Dann gehen wir mal ins Auspacken. Ach, lieber noch nicht. Na doch. Ich muss ja noch meine PC-Ecke freiräumen. Die ist ja noch nicht freigeräumt. Oh, jetzt hätten wir beinahe geschnitten hier. Hier war mal braunes Klebeband drüber und irgendwie ist dann jetzt hier glasig Klebeband drüber. Hoppala. Und hier, der hat noch eine Fernbedienung mit bei. Dann kannst du halt alles schneller umschalten. Ups, hier fällt die Hälfte raus. Tüte ist offen. So, hier haben wir dann nochmal eine CD mit bei und eine Anleitung.
kommt. Hier hinten haben wir dann noch den USB-C-Kabel, der ist auch gleich mit bei. Also ihr habt hinten einen DVI-Anschluss, zwei HDMI-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss und den USB-C-Kabel, den liefern sie euch gleich mit. Mal aufpassen, nicht, dass mir hier irgendwas rausfällt. Nee. Jetzt wartet. Ich habe echt Angst, den hier rauszuholen, ehrlich gesagt. So. Ja, wie kriege ich den jetzt am besten raus? Ich versuche es erstmal mit ein Stück ziehen, damit die erste Barriere hier erstmal überwunden ist. So. Ach, stimmt, da ist ja noch was. Das Anti-Rutschkissen. So. Muss ich gucken. Muss meinen Stuhl wegmachen. Dass ich den ausgepackt bekomme. So, und dann haben wir hier nochmal einen HDMI-Kabel mit bei. Das war meine Waschmaschine. Die ist ein Stück vorgekommen, richtig. Was ist denn da los? Und ein Stromkabel. So, dann haben wir hier noch. Hoppala, muss aufpassen, den Fuß, also den Standfuß. Und das kommt auch an den Standfuß ran, das müssen wir auch gleich zusammenbauen. So. Und diesmal, weil es ja meiner ist, weil viele haben damals gesagt, ja. Oder nicht viele, aber einige haben mir gesagt, ja, du findest den ja nur so toll, weil du den gekriegt hast und so. Nee. Und ich habe den ja auch nur ausgeborgt gekriegt. Ich habe den ja nicht vom BenQ geschenkt gekriegt. Den Monitor, ach, ne, falsch. Ich muss mich immer erstmal an die Optik von der Kamera gewöhnen, von der neuen. Ich habe den ja damals nur vom BenQ geliehen bekommen. Und das habe ich von Anfang an gesagt, dass der nur ausgeborgt ist. Und dass ich ihn dann wieder zurückschicken muss. Und jetzt ist es meiner. Jetzt habe ich ihn gegönnt. So, da bin ich wieder. Meine Frau kam rein. So, jetzt müssen wir gucken. Wie war das? Kann ich hier hochziehen. So. Oh. Wenn ihr wüsstet, wie mir gerade einer abgeht, ey. Positiv gesehen. So. Wartet mal, ich mache euch mal nach unten. Ich muss mich immer noch an die neue Kamera gewöhnen. Die ist halt... Ja, die Linse ist halt ein bisschen anders als bei der alten Kamera. Da habe ich die Linse gesehen, aber die hat irgendwie weiter runter gezielt. So, jetzt bauen wir erstmal den Fuß fest. Und ja, wie gesagt, viele haben mir gesagt, oder viele nicht, aber einige haben mir gesagt, ja, den findest du ja nur so toll, weil er dir gestellt wurde und so. Da habe ich gesagt, der wurde mir nicht gestellt. Ja gut, schon, aber halt nur leihweise. Und
Selbst wenn er kacke gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Aber der war geil. Und das seht ihr ja, jetzt habe ich mir selber gekauft von meinem eigenen Geld. Also nichts gratis oder was weiß ich. Den habe ich selber gekauft. Und also wenn das nicht Beweis genug ist, dass ich der Sache vertraue und ich habe die ganze Zeit, muss ich gestehen, seit er weg ist, habe ich die ganze Zeit immer wieder mal online gecheckt, wie die Preise sind und so vom Monitor. Weil mir war von vornherein klar, den holst du dir. Den holst du dir. Ach, ich brauche einen Schraubenzieher. Oder was, man kann das erstmal halbwegs fest mit Messer nur anditschen. Oder habe ich nicht einen Schraubenzieher hier? Moment. Ach, jetzt habe ich vergessen, das Mikrofon anzustecken. Jetzt festschrauben. Jedenfalls habe ich immer wieder geguckt, wie teuer der ist. Weil der hat mich nicht losgelassen. Wegen der Qualität und halt das, was er kann. Jetzt ist er richtig drin. Dann hat er nicht, also nicht nur alleine die Bildqualität und die Lautsprecher, die verbaut sind. In erster Linie, ehrlich gesagt, wegen der Fernbedienung und wegen dem BI Plus. Also das für mich ist der und der Vorgängermonitor die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so schön will. Weil das ist ein Office, für Office gut geeignet, der Monitor. Wartet mal, ich muss gerade mal hier Schraubenzieher raussuchen. Wo haben wir denn? Das ist ein Hammer brauchen wir nicht. Der ist für Office gut geeignet, dass man halt Homeoffice machen kann, oder E-Mails, Papierkram, den ganzen Kram halt. Aber gleichzeitig für Zocken gut geeignet. Wie gesagt, 4K HDR. Ich zocke damit mit meiner PlayStation 4 und meiner PlayStation 5 drauf. Also auf dem Vorgängermodell, jetzt dann halt logischerweise auf dem. Dann kann ich euch auch gleich die Fragen beantworten. Weil unter den Videos zu dem Monitor haben viele geschrieben, na, wie ist er denn jetzt aber mit einer PS5? Ja, das konnte ich damals ja nicht sagen. Damals gab es noch keine PS5, wo ich den hatte. So. Jetzt ist er fest. Und, so. Können wir das hier oben wieder wegpacken. Und die Fernbedienung. Du brauchst nirgends mehr runtergreifen. Du machst einfach hier deine Fernbedienung, wählst den Port aus, DisplayPort oder HDMI. So. Muss ich mal gucken, wie das jetzt hier. Achso, war das, war glaube ich, oder? Ja, so, genau. Das Einzige, was mich an dem Monitor wirklich stört, das kann ich euch auch sagen, also stören ist zu viel gesagt. Also was ich halt auf einer Hand doof, auf der anderen Hand cool finde, ist die Farbe. Der ist ja halt so golden. Oh, wir haben den jetzt aufgebaut. Der ist so ein bisschen gelblich. Der, oder rostbraun, oder wie man dazu auch sagen will. Der alte ist ja silbern. Also wenn man die nebeneinander stellt, fällt das halt auf. Wenn der halt mehr wie der alte wäre vom optischen, wäre cooler gewesen, wenn man den halt einen alten und einen neuen hat, denn dass der Unterschied nicht so gravierend auffällt. Im Gegenzug sage ich aber auch, ist cool, dass der so rostbraun, golden ist, damit er auffällt und das passt halt mehr zu dem Look und was da verkörpert. Aber, ja. So. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich muss den Karton dann noch verpacken, wegpacken. Ich heb meine Kartons nämlich immer auf. Außer vom Fernseher. Weil die viel zu groß sind.
Aber halt die Garantiezeit hebe ich halt meine Kartons immer auf. Das ist. Außer jetzt Assassin's Creed. Assassin's Creed habe ich immer noch, die Kartons alle. Die schmeiße ich nicht weg. Ist das jetzt zu? Bin ich jetzt richtig? Na, war doch nicht ganz richtig, okay. Aber es hält. Muss ich nachher, wenn meine Tochter da ist, nochmal auseinanderziehen und dann gucken, wie das vernünftig geht. So. Da ist er. Ist das nicht ein Schmuckstück? So. Wir können den halt auch neigen, was ich sehr gut finde. Das brauchen wir nicht machen, brauche ich auch gar nicht. Aber wir können so ja nach vorne neigen. In der Höhe können wir nicht verstellen, brauchen wir nicht. Aber das Neigen, das brauche ich. Weil ich weiß, es ist vielleicht eine Angewohnheit von mir oder so. Ich kann es euch nicht beschreiben. Aber viele machen den Monitor ja mal gerade oder so ein bisschen nach. Habe ich auch bei Kollegen schon gesehen, die haben den nach vorne geneigt. Ich bin eher so, dass ich den so dezent, so einen ganz leichte Schräge nach hinten habe. Also, dass oben nach hinten geht. Ich weiß nicht, das sind vielleicht auch nur eine dumme Angewohnheit von mir oder so. Aber das ist halt so meins. Oh, sieht ja nicht schön aus. Oh, herrlich. Hier steht BenQ. Dann haben wir hier so eine schöne geriffelte Leiste. Hier sind auch, hier waren auch Lautsprecher drin, links, rechts, und hinten war der Subwoofer, wenn ich mich recht erinnere. Hier haben wir dann HDRI. Hier unten haben wir ein Stellrad. Wo waren das? Hier war es. Unter BenQ. Hier war ein Stellrad. Für laut, leise, für Ton. Die ganzen Knöpfe, um im Menü umzuschalten. So. Die befinden sich hier. Ich zoom euch mal ran, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Ja, das seht ihr halt schlecht. Ich werde mal kurz mein Ringlicht hier hinstellen. So, dann könnt ihr vielleicht, wenn ich so ein bisschen neige, ja. So. Jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, also wir haben hier unten dann praktisch einen Ausschaltknopf. Oben haben wir nochmal zwei Knöpfe, hoch und runter. Und dann haben wir, oder plus minus, oder waren die Menütasten? Ich weiß es gar nicht. Und dann haben wir hier so einen kleinen, ja, wie ihr vom Controller kennt, so einen kleinen Analogstick. Den dann komplett im Kreis, links, rechts, hoch, runter, im Kreis, und den ihr auch drücken könnt. Damit könnt ihr halt alles im Menü hin und her machen und einstellen. Habe ich zu Testzwecken damals, wo ich ihn getestet habe, 1, 2, 3 Mal benutzt. Danach nie wieder. Weil, dann zeige ich euch auch gleich. So. Wir haben hier so ein Gummicase mit bei. Ne, das ist die Fernbedienung. Entschuldigung, Moment. Wir haben hier so einen kleinen Anti-Rutsch-Dings mit bei. So, und zwar dieses hier. Das ist wie so ein Keil gemacht. Seht ihr das? Ja? Das ist halt hier anti-Rutsch. Das legt ihr hier praktisch. Das hat auch genau die richtige Größe, damit das hier unten in den Zwischenraum reinpasst. So ein paar Millimeter verschieben kann man es noch halt. So, und wenn man das dann hier schön drin hat, dann kann man da die Fernbedienung rauflegen. Die rutscht dann da auch nicht runter. Ja, die ist fest da drauf. Also, so, wenn man so leicht hochhebt, so geht es dann klar durch. Und dann hat man hier die Fernbedienung. Da haben wir dann Power. Wartet mal, ich muss mal kurz. So. Da haben wir oben Power. Da haben wir dann die Menüquelle wählen. Also HDMI, DisplayPort. Und welche HDMI?
Dann haben wir HDRI, was wir separat anschalten können. Menü, BI, Ton. Ah, das ist dieser Blaufilter. Dann laut leise, also hier laut leise und Ton wegmachen. Ach, seht ihr, habe ich ganz vergessen. Habe ich hier ganz vergessen zu erwähnen. Der Monitor, wo ich hoffe, dass vielleicht für den alten vielleicht, oder dass er das halt nicht, dass BenQ das nicht wegmacht, weil das ein geiles Feature. Der Monitor hat halt das drinnen, dass wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel, DisplayPort angeschlossen hast und HDMI 2, dann sind nur diese beiden beleuchtet. Also wenn ihr dann ins Menü geht, dann sind alle grau, nur die sind weiß. Und wenn ihr dann runtergeht, braucht ihr nicht HDMI 1, USB-C, HDMI 2 oder so. Also ewig weit runtergehen. Nein, ihr seid auf DisplayPort. Ihr braucht halt nur drücken und einmal nach unten drücken und dann seid ihr auf dem nächsten Port. Egal wie viele Ports, also wie viele Anschlüsse dazwischen liegen. Die sind alle ausgegraut. Das ist bei dem alten Modell leider nicht der Fall. Deswegen habe ich da bei dem auf HDMI 2 gemacht. Da brauche ich nicht nach unten drücken, da drücke ich einfach nach oben. Einmal nach oben drücken, dann kommst du auch runter. Ja, das ist mir halt auch nochmal ganz cool. So, das haben wir. Dann haben wir hier logischerweise ein, so wie er vom PC kennt. Wartet mal, ich muss mal zoomen. Die hat mich jetzt, glaube ich, gerade nicht. So, jetzt. Das, wie er vom PC kennt. Kaltgeräte-Steckerkabel. Den brauchen wir natürlich, um anzuschließen. Den HDMI und den USB-C-Kabel, die werde ich mir beide wegpacken. Das ist ein HDMI 2.0-Kabel. Ne, 2.1. Ne, 2.0. Was haben wir jetzt? 2.1 ist das aktuelle mit 120 FPS. Ne, dann hat er HDMI 2.0. Genau. Das ist ein HDMI 2.0-Kabel und ein USB-C-Kabel. Also USB-C zu USB-C. Brauche ich jetzt momentan noch nicht. Wenn ich mein neues Mainboard habe, könnte sein, dass ich dann halt und eine neue Grafikkarte, könnte sein, dass ich den Hauptmonitor dann mit USB-C anschließe oder so. Da muss ich gucken, aber momentan unterstützt meine ältere Grafikkarte das noch nicht. Das ist das nächste, was ich mir zusammensparen muss. Ich hätte jetzt eigentlich schon langsam mir eine Grafikkarte holen müssen, aber die Preise sind so exorbitant hoch und also Quatsch, mich hat der Monitor nicht in Ruhe lassen. Ich musste den einfach haben. So. Und das ist jetzt kein Quatsch oder so. Das ist halt wirklich. Ist mein voller Ernst. Und da kann ich auch sagen, weil ich hab mir selber gekauft. Also noch nicht. Ich muss den Geld noch überweisen. Aber ich habe ihn selber gekauft. Deswegen wird hier auch nirgends so Werbung stehen. Das ist meine eigene Meinung. Ich habe ihn selber gekauft. So, und dann haben wir hier nochmal eine CD, User Manual, Drives und Adobe. Naja, Adobe brauche ich nicht, aber ich habe mein eigenes. Aber Drives, die werde ich dann mal in den PC reinmachen. Mal gucken, was wir im User Manual noch finden, ob da noch was Interessantes mit bei ist. Dann haben wir hier alle Sprachen. Produktservice. Vielen Dank für den Kauf eines BenQ-Produktes. BenQ Corp, in Klammern BenQ, garantiert für BenQ-Produkte, die Sie bei BenQ oder bei ausgewiesenen BenQ-Fachhändlern erworben haben, Informationen zur Gewährleistung zu und zu BenQ-Kunden sind. Oh Gott, ist das klein geschrieben und dunkel hier. Warte mal, ich muss mal so machen, ein bisschen mehr ins Licht. Kundenzentrum finden Sie. Unter benq.de/support. Und ich habe ja mehrere BenQ-Produkte und ich bin mit denen echt mega zufrieden. Die WIT, die werde ich euch mal wahrscheinlich in die Infokarte packen. Die beste Schreibtischlampe, die ich jemals hatte. Beste Schreibtischlampe ever. Und hier haben wir dann auch nochmal erklärt. Wir haben den Monitor. Ach so, hier sind zweimal Monitore aufgedruckt, weil den gibt es ja halt in 3280U. Das ist der.
Und dann gibt es den in 2780U. Das ist halt die Nummer kleiner. Das ist ein 27 Zoller. Da müsst ihr aber aufpassen. Guckt da auf die Beschreibung. Ich habe das auch bei Amazon verlinkt. Ich werde euch unten eine Liste von den ganzen BenQ-Monitoren reinpacken. Der BenQ ist auch bei mir sowieso bei YouTube unten in der Liste verknüpft, weil das ist ja mein Monitor, also der ältere, der neue kommt dann noch dazu. Da gibt es von dem Goldenen gibt es halt auch noch für die, die nicht 4K brauchen, gibt es auch noch. Ist der golden oder ist der rostbraun? Da müssten wir, also ist ein dunkel, na Gold ist er nicht, ist ja, ich würde sagen rostbraun. Weiß ich nicht. Müssen wir uns heute Abend im Stream unterhalten, wie er ist. Den gibt es auch, genau wie das ältere Modell, den 3270U, beziehungsweise 2770U, gibt es auch noch in einer 1440p-Variante. Mehr für Gamer mit schnellerer Reaktionszeit. So, wir haben den Monitor, wir haben den Standfuß, den unteren Teil des Standfußes, eine CD, ein User Manual, Fernbedienung, Anti-Rutsch haben wir, Kaltgerätestecker haben wir auch, HDMI haben wir auch, USB-C haben wir auch, DisplayPort optional haben wir, DisplayPort to Mini-DisplayPort optional, der ist nicht mit bei, den brauchen wir auch glaube ich gar nicht, und ein Audiokabel. Optional, der war auch nicht mit bei. Brauchen wir auch nicht. Der Ton kommt ja über DisplayPort beziehungsweise ja doch über DisplayPort und später HDMI, denn geil. Geil, 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 geil. So, dann können wir das verpacken. Jetzt geht es nämlich daran, als nächstes. Ich muss aber erstmal hier. Wollen wir denn den Schutz noch mal drauf machen? Ich habe eher zu sehr Angst, dass der mir verkratzt oder irgendwas. Weil ich muss jetzt erstmal die PC-Ecke vorbereiten. Den einen Monitor an der Seite abbauen. Der Full-HD-Monitor, der ältere, der so ein bisschen flackert, was ich euch ja schon mal ein paar Mal erzählt habe. Und alles leer räumen, dass der jetzt mein neuer Hauptbildschirm wird, was vorher der bis jetzt noch der 3270U ist. Und das wird mein Hauptbildschirm und der 3270U kommt dann rechts neben mich. Das ist der, wo dann der Chat läuft und das Streamprogramm läuft und wo die meisten Programme laufen. Und dann halt habe ich ja noch oben einen Full-HD-Monitor, wo der Stream über Twitch läuft, wo ich dann sehe, ob er auch flüssig läuft und oder ob er Hänger hat oder ausfällt oder sonst irgendwas dergleichen. So, dann würde ich da jetzt auch anfangen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin dann mal jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.